Die Frage ist, wie können wir Sicherheit schaffen? Dafür brauchen wir einen starken Staat. Deswegen muss auch der Staat harte Antworten liefern. Warum soll man jetzt Gesetze verschärfen, wenn die bisherigen nicht angewandt werden? Es kann ja nicht sein, dass jedes Kaufhaus überwacht wird, aber öffentliche Plätze nicht. Nach dem Anschlag in Berlin ist sie wieder da. Die Diskussion um mehr Überwachung. Doch wie finden wir die richtige Balance zwischen Sicherheit und Freiheit? Markus Beckedahl, Journalist und Bürgerrechtsaktivist aus Berlin, warnt vor Schnellschüssen. Also bei einer Vielzahl an Überwachungsgesetzen haben wir immer schon das Problem gehabt, dass sie zuerst eingeführt werden im Kampf gegen den Terrorismus. Und sobald das einmal durch ist, dann reden wir nur noch über die Ausweitung der Befugnisse, die Ausdehnung auf viele andere Sachen. Und irgendwann stehen wir dann auf einmal vor einem System der Totalüberwachung. Der Staatsrechtler Otto Depenheuer widerspricht, die Terrorgefahr erfordere ein Umdenken. In Zeiten, wo keine Gefährdungslagen da sind, kann man sich immer mehr Freiheiten erlauben. Jetzt hat sich die Sicherheitslage nach und nach verändert und dann werden wir uns auf einige neue Regelungen einrichten müssen, die de facto ein weniger an Freiheit beinhalten, um dadurch etwas mehr Sicherheit zu bekommen. Erste Schritte sind bereits gemacht. Die Befugnisse des BND wurden 2016 ausgeweitet, die Videoüberwachung erleichtert. Wir haben schon auf unsere Freiheit massiv verzichtet. Trotzdem konnte dieser Terroranschlag nicht verhindert werden. Wenn wir jetzt noch weiter auf unsere Freiheit verzichten, dann können wir fast auch schon unsere Demokratie aufgeben. Wir geben die Demokratie nicht auf, wenn wir Grundrechte einschränken, sondern im Gegenteil. Wir geben die Grundrechte zeitweise auf, um die Demokratie und die Grundrechte und den Rechtsstaat in Zukunft auch noch leben zu können. Viele Menschen sind in der aktuellen Situation offenbar bereit, gewisse Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Ich denke schon, dass ich da auch auf Dinge verzichten würde. Sicherheit ist schon wichtig, finde ich. Und da habe ich dann auch nichts gegen, wenn da ein bisschen was eingeschränkt wird. Zu viele Sicherheitsmaßnahmen, denke ich, sind in der Form auch nicht immer angesagt. Wenn es jetzt im privaten Bereich geht, finde ich das jetzt nicht ganz okay. Jeder nimmt Sicherheit und Freiheit anders wahr, vor allem unmittelbar nach Anschlägen. Die entsprechenden Unsicherheitsgefühle in der Bevölkerung, die muss die Politik natürlich ernst nehmen, weil es einen politischen Grundsatz gibt, den die Politik insbesondere nicht vergessen sollte, dass die Gefühle des Volkes, auch wenn es Angst ist, die Tatsachen für die Politik sind, auf die sie reagieren muss. Je weiter ein Attentat und die mediale Berichterstattung zurückliegt, umso stärker wird dann wiederum auch die Gewichtung darauf, dass man gerne Grundrechte hat, dass man gerne in Freiheit lebt und dass man das auch verteidigen möchte. Eine wichtige Diskussion, die auch die anstehenden Wahlen in NRW und dem Bundestagswahlkampf bestimmen wird.